So, gucken wir mal. Hier ist niemand. Was sind denn die Typen, die hier labern? Da oben wahrscheinlich, ne? Wir haben 99 Dollar, wo haben wir jetzt die restlichen Dollar-Dinger herbekommen? Wie komme ich eigentlich an mein Messer? Gute Frage, ne? Ich soll gar nicht auswählen. Nein. Falsche Taste. Nach oben stecke ich die Waffe weg. Ja, da muss ich mich noch so ein bisschen... Da geht's raus. Gehen wir mal hoch. Ist aber anscheinend nirgends einer da, ne? Warte. Ah, ich kann mich jetzt hier gechillt hinsetzen und warten. Kaffee? Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Buckers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Samakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorge dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und einen Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. So. In alten Zeiten abgeschlossen. Sehr schön. Verbündete hinzugewonnen. Waffenhändler unterwegs. Waffen und Autos. Ausrüstung kaufen. Ah, da fällt mir ein.
Ich muss auch noch zwingend mein Pre-Order-Content freischalten. Durch Cassandras Anwerbung hast du Zugang zu ihren Verbündeten bekommen, dem Waffenhändler. Höhere Einnahmen für deinen Unterboss ermöglichen dir Zugang zu ihren Verbündeten und Verbesserungen ihrer Dienste. Der einfache Waffenhändler hat einen mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst dir die zukünftige Verbesserung für den Waffenhändler der Übersichtsliste unter Verbündete und Verbesserungen ansehen. Cool. Können wir uns da jetzt Knarren kaufen? Ja, geil. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn? Waffenverbesserung, Sprengstoff, Fahrzeugmodifikation, Nachschub, Lincoln-Verbesserung, Verbesserung für Lincoln. Wir gucken erstmal bei den Knarren. Schrotflinten, Pistolen, automatische Waffen, Gewehre, Spezialwaffen. Gewehre. Aber oh, kostet 10.000, 13.000, 15.000. 26.000. Alter. Alter. Was denn mit Schrotflinten? Ibaka 390. Gut geeignet, um nachts Alligatoren zu jagen. Okay. Das sieht aber so aus, als hätten wir jetzt. Was haben wir denn für mich für Verbesserungen? Oder für uns oder für Lincoln halt. Adrenalinvorrat. Da ist alles noch gesperrt, in Ordnung. Nachschub. Adrenalinspritze voll. Schusssichere Weste kostet 3000 Dollar. Alter. Fahrzeugmodifikation. Auch noch alles gesperrt. Sprengstoff. Molotow-Cocktail. Screaming Semi. Verfügbar als. Aha. Ja, so wie das aussieht. Hier. Wieso fährst du mit dem Laster rum? Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meinen Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Nigger Waffen kaufen. Die haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrotern das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Melde dich, wem wenn redet du der denn? was siehst, was dir gefällt. Mit Lehm. Ach, der mit dem Inbox? Sag mal, was du hast. Ich will jetzt nochmal gucken hier. Waffen. Pistolen. Ausgerüstet. Munition voll. Okay. Alter, was knarren, Alter. Okay. Rede mit der Stimme. So, was ist denn da drüben noch? Das ist das Zeichen dafür, dass wir hier Unterschlupf kriegen, nehme ich an, ne? Können wir hier drin noch irgendwas machen? Oh. Immer schön alles über den Haufen ge. Ist so ein Lilienzeichen hier. Aber machen können wir jetzt hier nichts, ne? Wahrscheinlich zum Missionen abholen oder so. Mein Papst hat mir mal von Sal Marcano erzählt. Der Typ scheint ein ziemlicher Hurensohn zu sein. Alter, was Ausdrücke hier, was Ausdrücke. Können wir hier eine Karre unterstellen? Beziehungsweise, wo ist denn unsere Karre eigentlich? Wo haben wir wieder geparkt? Ich habe mich mit Leuten von der Southern Union zusammengesetzt. Ey, warte mal. Du hast eine coole Karre. Bleib mal hier. Was ist denn? Komm da mal raus, Alter. Geht nicht. Mist. Wo haben wir denn unser Auto geparkt? Haben wir da drüben geparkt? Ich sag ja nur, wenn wir uns von Angst und Nö. Einschüchterung überwältigen lassen. Shit, ich finde meine Karre nicht mehr. Wenn wir die jetzt klauen, ne, dann sehen uns irgendwelche Leute und dann kommen die Bullen. Das ist auch nix. Ah, da kann ich auch wieder rein. Schätzchen, er reist seit 5 Jahren nebenbei andere Frauen auf. Hey, alles klar? Ich habe ihn gerade erst gestern Abend draußen gesehen mit einem Mädchen, das jung genug war, um seine Tochter zu sein. Das ist in jeder Beziehung falsch, wenn du mich fragst. Richtig. Employees only. Ich bin Employee. Cool, wir können auch Knarren klauen. Ja. Ah, das müssen wir, können wir so knacken. Sehr nice.
Boah, $800, Alter. $800. Kann ich da noch was rausnehmen? Komm, lass mich da mal noch was klauen, ey. Ja, die will ich haben. In die Jacke gesteckt. Und tschüss. Die haben wir voll abgezogen. Wie geil ist das denn? Boah, das macht Laune mit den Läden. Das macht ja richtig Fun. Great prices haben die. Great prices, Alter. Aber ich... Ah, da vorne steht, glaube ich, unsere Karre, ne? Das ist unser Auto. Das ist unser Auto, oder? Ja, oder doch nicht. Nee, das ist nicht unser Auto, das können wir nur klauen. Hier irgendwelche Leute? Die dann die Bullen rufen? Wahrscheinlich. Boah, ich will nicht gleich die Bullen auf den Hals gehetzt bekommen. Mann! Ich finde meine Karre nicht mehr. Aber hier kommt jetzt, glaube ich, keiner. Oh, doch, da kommen überall, Mann. Ist doch Shit. Das ist doch jetzt Bullshit, ey. $800 haben wir dem abgezogen. Voll nice. So. Schwimmen können wir auch, ne? Haben wir ja schon festgestellt. Gibt's hier noch was Interessantes? Boah, ich liebe so Open-World-Geschichten. Da bin ich so jemand, der muss dann alles erkunden und gucken und... Ui, Wäsche. Voll geil. Ey, da ist ein Boot. Das können wir klauen. Komm. Das da hat keiner gesehen. Na super. Die wollen mich doch verarschen. Das ist jetzt immer genau da, wo wir hin müssen, ne? Hier, 7 Meter und schon sind wir da. Komm ich da nicht rüber? Nee, komm ich nicht. Schade. Muss ich da rein? Ah, da muss ich rein. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Ja, grüß dich. Wer bist du denn? Alles fresh? Lavoe. Ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer, waren immer anständig zu mir. Okay, befrei zugedröhnten Mädchen. Prostitution. Geschäfte ruinieren. Jedes Geschäft ist verwundbar. Sorge dafür, dass es keinen Profit abwirft und der Boss muss kommen. Ah, um sich um den Schaden zu kümmern. Locke Merle aus seinem Loch, indem du deine Prostitutionsring im Hollow schadest. Das Erste, was du dazu tun solltest, ist, die Mädchen zu befreien, die er in... Dosets Strip Club gefangen hält. Hey. Ja, würde sagen, dann wollen wir mal, ne?